Die weiße Lady ist im Geiranger Fjord angekommen. Es gibt kaum ein Motiv in Norwegen, das so oft abgebildet worden ist. Und völlig zu Recht. Seit 2005 gehört der Geiranger Fjord zum UNESCO-Weltnaturerbe. Ich habe wirklich schöne Momente hier mit Albatros, wenn wir fahren rein in den Fjord und Alex spielt. Morgenstimmung auf Krieg und dann kriegt sie immer Gänsehaut. Diesen Anblick lässt sich keiner entgehen. Auch die Crewmitglieder staunen immer wieder, wenn sie zum Beispiel die sieben Schwestern sehen, wie diese Wasserfälle genannt werden, oder die Wasserfälle Freier und Brautschleier. Es ist wirklich der Höhepunkt jeder Norwegenreise. Der Geiranger Fjord. Und jedes Mal, wenn wir es schaffen, wir haben ja viel zu tun jeden Tag, aber wenn wir es schaffen, dann, oder ich schaffe, bin ich auf jeden Fall beim Kapitän mit auf der Brücke und gucke mir das natürlich an. Ich behaupte, das ist einer der schönsten Stellen mindestens in ganz Europa. Und was ich jetzt in dem Moment ganz besonders toll finde, ist einfach die Atmosphäre, dass der Großteil aller Passagiere mit an Deck ist, dass wir alle auch an Deck stehen und man das halt alles gemeinsam teilt. Und eines darf natürlich hier im Land der Trolle und Elfen nicht fehlen. Ein Troll aus Stein. Und da steht ein Kerl und guckt. Da sieht man, die Nase ist ein bisschen flach, aber die Augen. Der Troll schlechthin. Und er wacht schon seit Urzeiten über den Fjord. In der nächsten Folge: Kreuzfahrtdirektor und Hotelmanager reisen in die Vergangenheit. Nach 30 Jahren im Schiff, das ist echt ein Traum. Dankeschön, Thomas. Sängerin Katrin wechselt das Schiff. Es macht so viel Spaß. Das wird mein neues Hobby.